Die momentan beste in dieser Saison mit 2 Metern. 1,87 Meter für sie, ganz sicher. Und dann kommt noch ihre Kollegin, der zukünftige Topstar im Hochsprung. Da sind sich viele einig aus der Szene. Jaroslava Mahuschik, die ist eingestiegen bei der Vorhöhe von 1,84 Meter, hat am längsten gewartet. Jaroslava Mahuschik, 1,87 Meter, kein Problem. Also es sind ukrainische Meisterschaften momentan beim Hochspringen mit Schweizer Beteiligung. Salome Lang hat ihre beiden Kolleginnen aus der Ukraine, die brauchten jeweils einen Versuch mehr. Das könnte sich hinten raus bemerkbar machen. Julia Levchenko und Jaroslava Mahuschik also noch dabei bei 1,93 Meter. Sie momentan führend in der Hochsprungkonkurrenz, Irina Gerashenko aus der Ukraine. Und jetzt sind wir beim Hochsprung oder sind wir bei Jaroslava Mahuschik. Hier die 1,93 Meter im zweiten Versuch schafft. Das ist gleichzeitig Mieterrekord. Wir sehen es unten. 1,92 Meter war der Mieterrekord zuvor, gehalten von Leverin Spencer aus dem Jahr 2011. Ja, das wäre es gewesen. Ne? Sie war schon fast raus gewesen bei der Höhe von 1,90 Meter. Und jetzt zaubert sie über 1,93 Meter so einen Sprung hin. 2 Versuche gebraucht, ja, ist die Erleichterung groß, das ist klar. Ja, irgendwie will man natürlich, wenn man da noch 2 Landsfrauen mit drin hat in diesem Wettbewerb, schon zeigen, wer die Beste ist. Decke drum, es ist relativ kühl. Gutes Wetter für Läufe, aber nicht wirklich für Hochspringerinnen, die haben es wirklich gern so richtig schön knackig warm. Julia Levchenko mit der nächsten Weite von 1,96 Meter. Sie haben es gesehen, sie hat die 1,93 Meter im ersten Durchgang geschafft. Höhe. Und auch drüber über die 1,96 Meter und souverän. Meeting-Rekord Nummer 2 eingestellt bzw. übertroffen. 1,96 Meter. Also es entwickelt sich die vorausgesagte richtig gute hochklassige Hochsprungkonkurrenz mit 3 ukrainischen Springerinnen, die alle auf Weltniveau sind. 1,96 Meter für Julia Levchenko. Da kann ich vielleicht noch sagen, dass die deutschen Springerinnen raus sind. Schon ab der Höhe von 1,83 Meter war der Schluss gewesen. Für Bianca Stichling und für Lale Eden. Charlotte Haas war noch mit am Start. Die ist bei 1,80 Meter ausgeschieden. Und Salome Lang, die wir vorhin noch gesehen hatten, für die war dann bei 1,90 Meter Schluss gewesen. Ja, wie ich gerade gehört habe, ist die bis dato führende Irina Gerashenko raus. Aber nicht, weil sie die Weite nicht geschafft hat, sondern weil sie verletzt ist. Ja, man sieht sie hier vorne sitzen mit den schwarzen Haaren. Sie packt ihre Spikes zusammen. Enttäuscht, woran es jetzt genau gelegen hat, kann ich nicht erkennen. Aber die Enttäuschung war in ihrem Gesicht zu sehen. Jaroslava Mahuschik. Zweite bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr. Ihre Bestleistung liegt bei 2,02 Meter. Sie ist erst 18 Jahre jung. Auch hier souverän über 1,96 Meter. Also da entwickelt sich wirklich ein Zweikampf zwischen Levchenko und Mahuschik. Der absoluten Weltklasse. Hier sieht man nochmal Gerashenko und da sieht man auch das schmerzverzerrte Gesicht beim Anlaufen. Ja, man sieht, ihr Oberschenkel ist schon getaped. Und das Zeichen, das war's.
Schade für Sie, wir gehen vom Hochsprung wieder zum Lauf. Ja, Julia Levchenko, wir sind bei 1,99 Meter und sie hat bereits ihren letzten Versuch. Ja, WM Silber gewonnen 2017 in London. Und ihr letzter Erfolg, das war 2019 Silber bei der Militärweltmeisterschaft, wo, man mag es kaum aussprechen, in Wuhan in China. Jetzt also Julia Levchenko, 22 Jahre alt, die Höhe 1,99 Meter, die muss sie schaffen, sonst geht es hier erstmal nicht weiter für sie. Ah, der Blick zur Latte und dann eben doch leicht gerissen, hat vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit gefehlt. Julia Levchenko beim ersten drüber mit 1,93 und beim ersten drüber mit 1,96. Wenn wir das richtig notiert haben, müsste jetzt Jaroslava Mahutschik die 1,99 Meter schaffen. Und wenn nicht, dann hätte Julia Levchenko diese Konkurrenz gewonnen. Jetzt kann sie zusehen, wer hier das Anhalt-Dessau-Meeting gewinnt oder die inoffizielle ukrainische Meisterschaft im Hochspringen an diesem Tag. Jaroslava Mahutschik, 18 Jahre, jetzt sehen wir es nochmal. Also das Ding muss er reißen jetzt, beziehungsweise nicht reißen. Da muss ich jetzt drüber, sonst ist sie Zweiter. Also der Versuch war auf jeden Fall besser gewesen als der von Levchenko. Aber eben auch nicht drüber. Platz 2 also für Jaroslava Mahutschik. Es gewinnt Julia Levchenko. Hier sehen wir es nochmal. Das war wirklich knapp gewesen. Da hat vieles gestimmt. 1,99 Meter. Wir halten fest, es gibt einen neuen Meeting-Rekord und der wird gehalten von Julia Levchenko und Jaroslava Mahutschik mit 1,96 Meter. Der alte stand bei 1,92 Meter. Platz 3 für Irina Gerashenko, die verletzt aussteigen musste. Da hoffen wir, dass es nichts Schlimmeres ist. Und Platz 4 an Salome Lang, die besten Deutschen bei 1,83 Meter raus. Beziehungsweise 1,80 Meter. Bianca Stichling 1,80 Meter. Lale Eden 1,80 Meter. Hier sehen wir es nochmal. Platz 7, weil wir das alles nicht im Bild hatten. Blessing Enato und Charlotte Haas bei 1,70 Meter raus. Die Siegerin dieses Hochsprungwettbewerbs, Julia Levchenko aus der Ukraine vor Jaroslava Mahutschik. Ja, wer gefehlt hat?